Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über den Stufe 10 Kreuzer Gaudeleu, wenn mein Niederländisch auch sehr schlecht sein mag, den Stufe 10 Kreuzer der neuen niederländischen Abteilung, dem neuen niederländischen Baum. Wir werden eine kleine Einführung, denn das ist wichtig, in die Geschichte machen. Generell, warum diese Designs, diese Tausender Designs oder eine Mischung aus verschiedenen Designs hier. Gehen wir dann davon aus, dass es Ähnlichkeiten mit dem Projekt 1047 hat, das dann abgebrochen wurde in den 1940er Jahren bei der niederländischen Invasion. Aber warum wurden diese Schiffe überhaupt geplant? Man müsste verstehen, dass in den 1930er Jahren, 1931, als die imperiale Flotte und auch das imperiale Japan immer in Südostasien, namentlich der Mandschurei, eingefallen ist und sich immer weiter ausgebreitet hat, Expansion, den vorangegangenen japanischen und gewonnenen japanischen russischen Krieg, quasi die Vormachtstellung als eine der größten Seestreitkräfte und eine der größten Kräfte im asiatischen Bereich des Pazifiks etabliert hat. Wie ihr wisst, Bürgerkrieg in China, Warlords zerstritten, unterschiedliche politische Linien, Indien, Kolonie noch von England und so weiter und so fort, haben die Niederländer schon seit ca. 300 Jahren ihre Südostasien-Kolonien dort. Um eine halbe Million Niederländer sind in diesen 300-400 Jahren ausgewandert in der Borneo, glaube ich, ihr kennt eh alle, Sumatra, Java, Teil von Neuguinea, ich glaube die Hälfte davon war, und Ostindien müsste auch ein bisschen was gewesen sein. Diesen Bereich musste nicht nur aufgrund der ansässigen Niederländer, sondern auch, das vor allem, wegen den extrem wichtigen, für in Kriegszeiten und auch sonst, Ressourcen geschützt werden. Wir haben dort extrem viel Gummiplantagen, Ölförderungen, damals einer der viertgrößten Ölexporteure der Welt nach Amerika und was war da noch? Das könnt ihr alles selbst nachlesen, das ist kein Problem. Jedenfalls war die niederländische Marine früher als starke Streitmacht bekannt. Nach dem Ersten Weltkrieg und auch vor dem Ersten Weltkrieg quasi kaum vorhanden bis stark veraltet. Das Problem war auch, die Niederländer hatten tatsächlich wenig Erfahrung im Bau von modernen Schiffen. Die letzten Erfahrungen, die sie sammeln konnten, war Bau von Schlachtkreuzern. Nicht mal eine Dreadnought-Klasse haben sie dann gebaut. Das hat sich dann einfach nicht mehr rentiert mit Ende des Ersten Weltkriegs. Dementsprechend erfahrungstechnisch relativ schwach. Innovationen in der Marine, Kriegsführung wie verbesserter Panzerschutz und bessere Antriebsanlagen oder Unterwasserschutz vor allem, gab es in den Niederlanden auch nicht und mussten teilweise eingekauft, eingehandelt werden. Genau das führt uns zum Weg, der eingeschlagen worden ist. Zuerst wurde, glaube ich, mit England verhandelt, dann später jedoch mit Deutschland. Und Deutschland hat das alles ein bisschen hinausgezögert. Es bestand das Interesse von den Niederlanden aus, Schlachtkreuzer zu bauen. Eine Klasse von Schlachtkreuzern mit Hauptbewaffnung, geringer als die des Schlachtschiffs, um die Geschwindigkeit zu behalten. Also kein klassischer Schlachtkreuzer mit der Bewaffnung eines Schlachtschiffs und quasi der geringeren Panzerung, was die Definition des Schlachtkreuzers wäre. Ein wendigeres, aber von der Hauptbewaffnung identisches Schiff wie ein Schlachtschiff auf Kosten der Panzerung. Sie haben folgende Idee gehabt. Japan ist mit Sicherheit im Falle eines Krieges beschäftigt mit den USA. Die USA haben außergewöhnlich große Seestreitkräfte, welche im Atlantik und im Pazifik einsetzbar sind. Sie haben Flugzeugträger. Dementsprechend muss das japanische Imperium alles, was sie aufbieten können an Flugzeugträgern, das war in den 30er Jahren noch nicht so viel, gegen die Amerikaner werfen, sollte es zum Kriegsfall kommen. Dementsprechend sind sie davon ausgegangen, dass, wenn überhaupt, und der Expansionismus der Japaner auch in Kriegszeiten weiter vorangetrieben worden wäre, nur gegen schwere Kreuzer, gegen leichte Kreuzer und Zerstörer gekämpft werden hätte sollen oder müssen. Dem entgegen konnte die veraltete Ostindienflotte der Niederländer
mit den leichten Kreuzern, die in den 20er Jahren gebaut wurden, waren nicht viel entgegensetzen und deswegen wollten sie sie verstärken mit ein, zwei schweren Kreuzern, mit ein paar neuen leichten Kreuzern und eben den Schlachtkreuzern, die genau für diesen schweren Kreuzerkampf ausgerichtet worden wären. Diese Schlachtkreuzer, diese Superkreuzer, welche immer wieder Aufrüstungsprogramm, niederländischer Schlachtkreuzerplan 1939 gewünscht worden waren, sollten ein paar spezielle Anforderungen erfüllen. Es war, also dazu gehört, dass sie 12 Stunden bei 32 Knoten kämpfen sollen können, eine Ausdauer von 4510 Meilen bei 20 Knoten erreichen können, maximal 15 Minuten, damit das Schiff von 20 auf 30 Knoten fahren kann, Schutz vor Maschinenraum natürlich. Es wurde gewünscht, dass die Waffen 9 280mm Kanonen in Dreifachrevolvern war, als Hauptartillerie, und jeder einzelne Rohr soll unabhängig voneinander abgefeuert werden. Sie wollten eine Doppelzweck-Sekundärbewaffnung mit 120mm Kanonen auf 4 Einzelhalterungen, also 4x120, und eine Antiflugzeugbatterie von 14mm ganz mit paarweise zentraler Feuerkontrolle. Zusätzlich sollten zwei Jäger und ein Aufklärungsflugzeug mit dabei sein. Und sie wollten auf jeden Fall einen Schutz, also einen Panzerungsschutz, einen Entwurf davon, um gegen Torpedos und Minen sowie gegen 280mm Granaten und 300kg Bomben gerüstet zu sein. Wie gesagt, diese Teile der japanischen Marine, gegen die angetreten werden wollte, waren maximal 203mm Kreuzer. Keine Flugzeugträger, sondern tatsächlich nur Wasserflugzeugträger mit geringer Kapazität, dass sie keinen großen Luftangriffen ausgesetzt wären. Das war das Konzept. Mit diesem Hintergedanken wurde sich dann an Deutschland gewandt, denn das Projekt oder das Design der Scharnhorst-Klasse war natürlich sehr, sehr interessant. Aber die Deutschen wollten nicht rausrücken mit den Plänen, vor allem was den Unterwasserschutz betrifft. Sie wollten garantieren, dass die bestellten Einheiten für die niederländischen Aufrüstungspläne auch bei Nichtbau bezahlt werden, also vor allem Hauptbatterie etc. und so weiter und so fort. Dass das alles nicht zustande kam, das wissen wir ja jetzt. Dementsprechend, was wären die Unterschiede zur Scharnhorst-Klasse gewesen? Es gibt ein oberflächlich ähnliches Aussehen, wie ihr nicht ganz optisch wegen des Rumpfes sehen könnt. Auch im Bild, das hinten immer eingeblendet ist, die Scharnhorst ist natürlich viel schlanker, viel agiler, wirkt sie selektiver im Wasser. Aber das liegt auch daran, dass Wargaming nicht das, dasselbe 1740er Design, sondern eine Mischung aus verschiedenen Designs, wie es halt für sie am besten gepasst hat. Wahrscheinlich auch mit anderer Panzerung, weil das 1747er Design war im Vergleich zum Scharnhorst, zur Scharnhorst-Panzerung auch von der Panzerung und vom Panzerschutz minderwertiger. Tatsächlich konnten die Hauptgeschütze aber um 5 Grad höher gehoben werden und das Antitorpedosystem war dicker. Wir sollten uns eigentlich, wenn wir dann alle Werte parat haben, darüber freuen dürfen, dass wir für einen Kreuzer einen außergewöhnlich guten Torpedoschutz haben. Das Vierfachschraubendesign, das erhöht die Redundanz beim Ausfall einer Schraube. Redundanz ist immer, wenn etwas doppelt vorhanden ist. Die Ausfallsicherheit. Und das Design nutzte das problematische deutsche Hochdruckkraftwerk nicht, also Hochdruckkessel nicht. Dementsprechend war es auch darüber hinaus ein bisschen weniger anfällig. Zudem war tatsächlich auch die Flugabwehr, die der Scharnhorst überlegen, da sie die 1220mm Doppelzweckgeschütze, von denen wir vorher gesprochen haben, nicht nur als Sekundärbewaffnung im Schiff-zu-Schiffskampf, sondern eben Doppelzweck, auch zur Anti-Air, also zum Flugabwehrkampf, Flugzeugabwehrkampf einsetzen konnten. Die deutsche Scharnhorst-Klasse hat nur 150mm für den Schiffskampf und 105mm für die Anti-Air. Also eigentlich historisch muss man das so sehen. Sprich, man konnte beim Design 1047 den Doppelzweck mit dem Doppelzweck der Waffen Fläche auf dem Schiff einsparen. Und natürlich auch Gewicht. Das war relativ praktisch. Ja, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Konstruktionsarbeiten, wie schon zweimal erwähnt, eingestellt. 1940 sind dann die Deutschen eingefallen in den Niederlanden. Dementsprechend ist das nie in Entwicklung oder nie in Bau gegangen. 1944 hätte es eigentlich fertiggestellt werden sollen. Und das wäre auf jeden Fall zu spät gewesen, um den japanischen Vormarsch nach Niederländisch-Ostindien zu stoppen.
Nach dem Krieg wurde das natürlich nie abgeschlossen. Da hat man dann gesehen, Flugzeugträger, wie man vorher schon vermutet hat, sind die dominierende Macht auf See, wobei eigentlich in der Luft. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu den Daten der Hodenlöw und schauen uns das an. Ja, die 283 mm, die haben wir schon gehört. Das bedeutet, das sollten die Türme der Scharnhorst-Klasse sein. Wir haben 51.900 Trefferpunkte, kommt nahe an die Hindenburg ran, mit einem Plating von 25 mm. Sprich, hier wird der historischen Genauigkeit je nach Design Genüge getan, die Panzerung ist schlechter. Wir haben 16,5 km Reichweite der Hauptartillerie, natürlich ohne Einbau von Modul. Das ist weitaus geringer als erhofft, aber nicht vergessen, ist alles Work in Progress. Wir haben 3.900 HE-Schaden mit 20% Brandwahrscheinlichkeit. Die AP hat 7.600. Beide haben 890 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Die Nachladezeit ist 17 Sekunden. Wir haben 25 Sekunden für die 180-Grad-Drehung. Eine Dispersion von 187 Meter und ein Sigma von 2,05. Das könnte durchaus interessant werden. Anti-Air 12x1, also 12 und 40er 12x und 6x220er, also die 1220 mm, von denen wir auch historisch gesprochen haben. Die Werte der Anti-Air könnt ihr euch selbst ansehen, die lese ich euch nicht mehr vor. Wir fahren relativ schnelle 33,5 Knoten. Wir brennen allerdings, und das ist ein bisschen blöd als Vergleich, 60 Sekunden in Schlachtkreuzer. Wir haben eine Ruderstellzeit von 790 Meter, Wendekreisradius von 790 Meter, eine Ruderstellzeit von 12,7 und eine Aufdeckungsreichweite von 13,1. Interessant wäre es noch tatsächlich zu wissen, wie die Reichweite der Sekundärartillerie ist und welche Werte wir haben. Da müssen wir uns auf einen späteren Moment vertrösten, glaube ich. Wir haben in Slot 1 Damage Control Party, also einmal Schiff löschen, Brand, Hydro etc. Wir haben Hydro in Slot 2, wir haben Anti-Air in Slot 3 und wir haben im vierten Slot tatsächlich die Reparatur mit 28 Sekunden Zeit bei 259,5 HP und 40 Sekunden Nachladezeit. Das ist angenehm, damit kommen wir auf 7.000, 8.000 je nach Skill, je nach Flagge, was wir nachladen können. Schlechtestenfalls können wir auf 7.500. Das ist dann schon ordentlich. Wir können hier, mit drei Aufladungen, vor allem 40 Sekunden Nachladezeit, das wird ein Gefühl hinterlassen wie bei der Georgia, allerdings mit weniger Ausgangstrefferpunkten. Am Ende noch zu erwähnen ist der Einbau einer neuen Bewaffnungsart, nämlich Airstrike, welche alle niederländischen Kreuzer ab Stufe 4 bekommen sollen. Allerdings mit einer kleinen Warnung oder einer kleinen Information. Diese Variante der Bewaffnung ist noch in den ersten Testphasen, dementsprechend stark umstritten, ob es es ins finale Spiel überhaupt schafft oder ob davon abgesehen wird. Je nachdem, welchen Impact diese neue Bewaffnung haben wird, kann man davon ausgehen, dass sie noch großen, gravierenden Änderungen unterworfen sein wird. Aber die Information wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Wer sich einen kleinen Überblick über die Spezialfähigkeiten der Schiffe und über was eigentlich der Airstrike ist und wie er funktioniert verschaffen möchte, dem empfehle ich das Video, das ich jetzt hier am Ende dann noch einblenden werde. Könnte tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Baum werden für schnelle Schlachtkreuzer, obwohl sie unter dem Kreuzerbaum fallen. Interessant wird noch, die genauen Daten der Geschütze zu bekommen. Ob das jetzt vielleicht, es müssen eigentlich die Scharnhorst-Dinger sein, aber wir werden später mehr dazu sehen. Wenn es euch gefallen hat, einen kleinen geschichtlichen Einblick zu bekommen, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie sind, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao!